Was für ein wildes Spiel. Mal wieder alles drin bei Feuervogel TV. Spektakuläre Szenen unter den Körben. Auer bei Mark Doris. Viel Tempo und Hochspannung und ein 98:78 gegen Oldenburg. Sprungball. Dino Gregory sichert seinem Team gleich die Kugel. Phoenix hat sich viel vorgenommen gegen das Liga-Schwergewicht aus Oldenburg. Und in der Vergangenheit gab es ja durchaus schon richtige Sahnespiele gegen die Baskets. Der Beginn des Spiels aber erstmal eher so mittel, viele technische Fehler. Fast befreiend das Stopfen von Larry Gordon. Phoenix ist heiß. Auch der wieder fitte Henry Dugard liefert dafür den Beweis. Ebenso Nikita Katschenkov. In den letzten Wochen nicht so ein großer Faktor. Hier am Start. Im zweiten Viertel läuft es weiter gut für die Feuervögel und entsprechend unrund bei den Gästen. Die schenken den Ball her, Larry Gordon wird unsanft beim Dankesagen gestört. Bis zum Korb sieht das auf Hagener Seite richtig gut aus. Das Team könnte sich jetzt ein Polster erspielen, lässt aber einiges liegen und bestraft die Oldenburger Fehler manchmal nicht konsequent genug. Gut, dass es jetzt von draußen klappt. Mark Doris trifft. Kurz danach David Bell für 3. Und auch Nikita Katschenkov hat das nötige Glück. Mit einem 2-Punkte-Rückstand geht es in Hälfte 2. Und statt Orkan Xaver sehen die Hagener-Fans die Offensivorkane David und Nikita. Oldenburg sieht teilweise zerzauster aus als die Südspitze von Sylt nach der Sturmflut. Eine heftige Böe nach der anderen, Redebedarf an der Oldenburger Bank. Aber zum Glück, die Auszeit hat keine wirkliche Wirkung. Am Ende 71:58 nach Viertel 3. Ein Spitzenteam wie Oldenburg kann aber natürlich trotzdem nochmal wiederkommen und auch für schmerzhafte und böse Überraschungen sorgen. Das weiß man auch am Ischeland und lässt sich von den näher kommenden Gästen nur bedingt beirren. Ole Wendt und David Bell offensiv stark. Und Keith Ramsey, not in my ische Hölle. Mit breiter Brust sichert er den Ball. Sehen Sie außerdem The Larry Gordon.
Die Schlussphase wird nochmal richtig heiß. Phoenix ist weiter in Spiellaune, lässt sich das Polster nicht mehr klein machen. Und dann gibt's da auch noch diesen kleinen Flirt zwischen den Herren Ramsey, Alexandrov und einigen anderen. Ein paar nette Worte werden noch ausgetauscht. Die Baskets schieben langsam auch erkennbar Frust, denn es zeichnet sich ab. Phoenixhagen landet hier ein richtig großes Ding gegen ein richtig großes Team aus der Liga. Heimsieg gegen Oldenburg. Die NRW Arena feiert. Dir hat das heute ordentlich Spaß gemacht, oder? Auf jeden Fall. Es macht immer Spaß zu gewinnen, noch mit 20 und auch gegen Oldenburg. Wir haben viel Effektivität bekommen von den Spielern, die in den letzten Spielen nicht so im Team drin waren. Das spricht Henry Dugard, Nikita Katschenkov, auch Ole Wendt haben uns heute eine Menge gegeben. Bei uns ist es ein bisschen schwieriger. Auch wenn wir mit 10 führen, können wir wieder in den Rückstand geraten. Heute war es nicht der Fall. Heute waren wir konzentriert und haben, wie gesagt, waren mit 10 vorne und haben das Spiel sogar mit 20 gewonnen. Wenn man 98 Punkte zulässt, so wie heute, dann ist es sehr schwer zu gewinnen. Noch dazu, wenn 56 davon in der zweiten Halbzeit kommen. Unser Start ins dritte Viertel war absolut unakzeptabel, das habe ich der Mannschaft gesagt. Die Art und Weise, wie wir danach uns verhalten haben, uns mehr auf die Schiedsrichter als auf das Spiel konzentriert haben, ist absolut nicht zulässig. Und ich hoffe, dass es das letzte Mal war, dass es sowas von meiner Mannschaft zu sehen gab. Ganz anders bei Team und Fans in der NRW Arena. Die haben diese Leistung gerne gesehen von Oldenburg und sind natürlich auch stolz auf die eigene. Ein Heimsieg, den kaum jemand auf dem Zettel hatte.